Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zorg 1. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen den Keller und das angrenzende Labyrinth erkundet. Dabei mehrere NPCs getroffen, von denen wir einen haben weglaufen lassen, vor einem sind wir selber weggelaufen und den dritten haben wir umgebracht. Und den vierten haben wir liegen gelassen, wo er lag. Was wir jetzt mal machen wollen, ist unseren Rucksack quasi mal optimieren und mal versuchen, die Sachen, die wir haben liegen lassen müssen, weil wir sie nicht mehr tragen konnten, wieder zu bekommen oder wieder einzusammeln. Und diesmal vielleicht die da unten irgendwie rauszukriegen. Dazu gucken wir uns erstmal an, was wir da alles bei uns haben. Okay. Nasty Knife and Key and Sword. Okay. So. Wir haben jetzt also nur die Lampe. Das Painting haben wir schon in die Trophy Case, in das Trophy Case gepackt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich noch open. Okay. Wir haben einmal hier eine Menge liegen lassen. Und die Tür bleibt auf. Ja, der Dieb, der das vielleicht ja gemacht hat, letztes Mal, die Trapdoor verriegelt, ist offensichtlich noch dabei beschäftigt mit dem, noch damit beschäftigt, an dem Ei herumzufrickeln und kann deswegen uns hier nicht hier hinter uns die Tür verbarrikadieren. Das ist sehr gut. Dann können wir alles hier mal lassen und haben jetzt wieder nur die Lantern. Sehr gut, dann gehen wir jetzt wieder nach unten. Okay. Und versuchen jetzt das gleiche, was wir beim letzten Mal gemacht haben, nochmal zu machen. Das war Westen, Westen, nach oben. So, hier nehmen wir Take Back. Raus kommen wir jetzt ja wieder durch den Weg, den der Zyklop uns freundlicherweise bereitet hat. Wir können auch mal gucken, ob wir noch einen anderen Ausgang finden. Dazu gehen wir nach Südwesten. Nach oben. Nach Süden. Nochmal nach Süden, nochmal nach oben und jetzt nach Nordosten, glaube ich. Ja, Grating Room, genau da wollte ich hin. You are in a small room near the maze. There are twisty passages in the immediate vicinity. Above you is a grating locked with a skull. Fuck, hätte ich den Schlüssel mitnehmen müssen. Na gut, okay, zumindest wissen wir, wo wir jetzt auch noch raus können. Ich würde sagen, das mache ich gleich nochmal und nehme diesmal einfach den Schlüssel mit. Aber das müsst ihr euch nicht angucken. Wir sehen uns hier gleich wieder. So, da sind wir wieder. Mit Skeleton Key, dann würde ich sagen, open lock with Skeleton Key. Open Lock, geht das so? Open Grating
Quest Key. Ja. Open Grating. Sehr schön. Da können wir jetzt hier raus. Richtig? Richtig. Hurra. Wir sind jetzt wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Das war im Osten und jetzt nach Westen und nochmal nach Westen. So, hier haben wir jetzt unseren ganzen Kram. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir den Schlüssel nochmal brauchen. Wir können ihn ja einfach mal hier lassen. Also erstmal, was wir machen. Open Trophy Case and put back in Trophy Case. Gut, haben wir jetzt also schon zwei Schätze. Und einen dritten haben wir auch noch. Den haben wir allerdings gerade verliehen. Und einen vierten, da wissen wir, wo er ist. Nicht schlecht. Aber irgendwie müssen wir jetzt ja mal weiterkommen. Also wir hatten noch einen Weg im Trollraum. Vielleicht sollten wir da mal weiter gucken. Was können wir denn dann vielleicht mal auf diese kleine Exkursion mitnehmen? Also ich würde sagen, wir nehmen ein Seil mit. Das ist sicherlich immer praktisch. Das Schwert, das brauchen wir immer. Das Nasty Knife lassen wir erstmal hier. Können wir vielleicht eine Flasche brauchen? Wahrscheinlich nicht. Nehmen wir das erstmal mit. Lassen wir dafür den Key hier. Okay. So, also dann geht's jetzt nach unten. Nach Norden und jetzt nach Osten. East-West Passage. This is a narrow east-west passageway. There's a narrow stairway leading down at the north end of the room. Okay. Also wir können hier nach unten oder weiter nach Osten. Gucken wir erstmal nach Osten. Round room. This is a circular stone room with passages in all directions. Several of them have unfortunately been blocked by cave-ins. Okay, also wir können, kann ich schon mal vorwegnehmen, nicht nach Nordosten, nicht nach Nordwesten und nicht nach Südwesten. Sonst können wir in alle Richtungen. Gucken wir erstmal weiter nach Osten. Loud room. This is a large room with a ceiling which cannot be detected from the ground. Also sehr hoch. There's a narrow passage from east to west and a stone stairway leading upward. The room is deafeningly loud with an undetermined rushing sound. The sound seems to reverberate from all of the walls, making it difficult even to think. On the ground is a large platinum bar. Okay. Okay, also wir hören hier ein sehr extrem lautes Rauschen. Das wird sich bald aufklären, was das ist. Aber im Moment ist es einfach nur da. Wir nehmen einfach mal... So, was? Ach so, das ist... Hahaha, jetzt verstehe ich, was du meinst, Zorg. Das ist hier, ach, das ist, jetzt verstehe ich, warum das so laut ist, weil das auch von den Wänden wieder zurückgeworfen wird, der Krach. Also wir sind hier in einem Raum, wo es offensichtlich ein Echo gibt. Sehe ich das richtig? Oh, the acoustics of the room changed suddenly. Okay, haben wir das Echo gerade ausgeschaltet oder überlistet dadurch, dass wir Echo gerufen haben, oder was? Okay. Ja. Offensichtlich. Okay. Ja,
Warum nicht? Warum nicht? Ich würde sagen, wollen wir es erstmal schnell zurückbringen? Ja. Können wir hier eigentlich runter? Ja, können wir. A chasm runs southwest to northeast and the path follows it. You are on the south side of the chasm, where a crack opens into passage. Okay, dann gehen wir erstmal noch nicht hin. Open trophy case and put platinum bar in trophy case. Achso. Case. Gut. Wir kommen der Sache näher. Haben schon wieder einen weiteren Treasure gefunden, der einfach nur so in der Gegend rumlag. Na gut, das ist. Wollen wir uns mal nichts bei weiter denken. Gut, dann gehen wir jetzt also wieder nach unten. Unten, down, nicht ab für unten. North, east, east. Jo. Ich glaube, wir können hier auch nach Südosten. Ja, in Gravings Cave. You have entered a low cave with passages leading northwest and east. There are old engravings on the walls here. Okay, wir sind jetzt also etwas südlich des Loud Rooms. Northwest, da kommen wir her, und east. Mal gucken wir mal at die Engravings. The engravings were incised in the living rock of the cave wall by an unknown hand. They depict in symbolic form the beliefs of the ancient Zorkas. Skillfully interwoven with the bas-reliefs are excerpts illustrating the major religious tenets of that time. Unfortunately, a later age seems to have considered them blasphemous and just as skillfully excised them. Okay, also ja, offensichtlich haben sie hier mal dargestellt, wie das hier mit der wie sie es hier mit der Religion gehandhabt haben, und dann irgendwann hat sich die Religion mal wieder geändert. Das kommt ja von das eine oder andere mal vor. Da haben sie alle unkenntlich gemacht. Sehr schön. Aber soll das vielleicht andeuten, dass wir hier in einen vielleicht ehemals religiösen Bereich irgendwie kommen? Einen verlassenen Tempel oder so? Schauen wir mal. Gehen wir mal weiter nach Osten. Dome Room. You are at the periphery of a large dome, which forms the ceiling of another room below. Protecting you from a precipitous drop is a wooden railing, which circles the dome. Okay. Das ist hier so eine Art. Ja, so als würden wir oberhalb einer, sozusagen eines, na, so, Herrgott, wie heißen diese Dinger denn? Mein Gott, St. Paul's, dieser Kuppel, einer Turmkuppel oder so stehen. Ja, wenn das schon alles ziemlich alt ist, vielleicht ist hier irgendwas versunken oder so. Ich meine, Planescape Torment versinken ja auch die ein oder anderen Türme, sodass man, wenn man auf ebener Erde oder auf Kellerebene sozusagen einen Turm betritt, dass man da das Turm, also das oberste Zimmer des Turms betritt, und dann haben wir ja alles schon erlebt. Ist hier vielleicht auch so. Können wir hier irgendwie nach unten? Wooden Railing. Down. Save wir mal lieber. You cannot go without fracturing many bones. Okay. Aber wir haben ja ein Rope. Tie rope to railing. The rope drops over the side and comes within 10 feet of the floor. Nur das klingt ja schon passabel. Wieso nicht? Können wir jetzt nach unten? Ja, können wir. Manchmal ist Zork ein bisschen begriffsstutzig. This is a large, aber climb heißt in dem Fall nach oben klettern. Also, vielleicht hätte ich climb, drop, down oder so eingeben müssen. This is a large room with a prominent doorway leading to a down staircase.
Above you is a large dome. Ja, da sind wir gerade runtergeklettert. Also es sieht fast so aus, als seien wir jetzt in irgendeiner Kathedrale. Up around the edge of the dome, 20 feet up, is a wooden railing. In the center of the room sits a white marble pedestal. Pedestal. Ja, das ist so wie ein Altar. Aber. A piece of rope descends from the railing above, ending some 5 feet above your head. Was könnten wir jetzt erschließen, dass wir ungefähr 5 Feet groß sind, was ziemlich klein wäre für einen ausgewachsenen Adventurer. Sind wir eine Adventurerin. Und außerdem ist das ja nur, sind das ja nur circa Angaben. Also, es kommt ja auch ungefähr hin. 5 oder 6 Fuß, kommt ja auch nicht drauf an. Sitting on the pedestal is a flaming torch made of ivory. Oh, cool. Take torch. Haben wir jetzt Licht? Können wir jetzt unsere... Ja, die ist tatsächlich flaming, also die brennt. Oh, super. Wir haben also eine Fackel, die offensichtlich immer brennt. Ivory, was ist das? Ebenholz? Ich glaube... Elfenbein? Elfenbein. Ivory Coast, ja. Okay, ja, das sieht hier tatsächlich alles so ganz klein bisschen religiös aus. Ne? Da haben wir jetzt wahrscheinlich gerade die, wahrscheinlich ist das irgendein religiöses Artefakt, was wir jetzt mit uns rumtragen, aber naja, schauen wir mal. Also, haben wir weitere Ausgänge hier. Leading to down staircase. Aha. Dann gehen wir doch mal nach unten. This is the north end of a large temple. Ah, tatsächlich. Hier ist das versunkener oder ja, irgendwie in der Erde versunkener Tempel. On the east wall is an ancient inscription, probably a prayer in a long forgotten language. Below the prayer is a staircase leading down. The west wall is solid granite. The exit to the north end of the room is two huge marble pillars. There's a brass bell here. Okay. Mal kurz auf meine Schätzeliste. Ist die Brass Bell, ist das ein... Nee, die ist kein Dings. Kein Treasure. Aber fangen wir mal vorne an. Also jetzt erstmal Read. Was war da? Inscription. Inscription. The prayer is inscribed in an ancient script. Rarely used today. It seems to be a philific against small insects, absent-mindedness and the picking up and dropping of small objects. Okay, ob wir das so ganz genau richtig übersetzt haben, wollen wir mal bezweifeln. The final verse consigns trespassers to the land of the dead. Ja, all evidence indicates that the beliefs of the ancient Zorkers were obscure. Ja, wenn wir es richtig übersetzt haben, tatsächlich. Small Insects, was haben die gegen Small Insects? Absent-mindedness, okay. Picking up and dropping of small objects, ich meine, das machen wir eigentlich fast berufsmäßig ziemlich oft. Aber, naja, ist ja zum Glück alles schon lange her und offensichtlich nicht mehr der vorherrschende Glaube hier. Gute Frage. Also, was haben wir denn? East Wall, below the staircase leading down the west wall, solid granite. Es ist jetzt weiter nach unten, nee, noch. Oh, okay. Sehe ich gerade, habe ich einen kleinen Fehler in meiner Karte. So, korrigiert. Egyptian Room. Okay. This is a room which looks like an Egyptian tomb. There's an ascending staircase to the west. A solid gold coffin used for the burial of Ramses II is here. Von Ramses II. Das ist hier im Great Underground Empire. Alles klar, alles klar.
Können wir den Coffin mitnehmen? Mal schon mal hier sind. Fuck it. So viel haben wir nicht. Können wir ihn aufmachen? The gold coffin opens. A scepter, possibly that of ancient Egypt itself, is in the coffin. The scepter is ornamented with colored enamel and tapers to a sharp point. Okay. Also, Spoiler, Scepter ist ein Treasure, blöderweise der Gold Coffin auch. Was die ganze Sache so ein bisschen schwierig macht. Ah, ja. Können wir das Scepter nehmen? Ja. Gucken wir mal weiter. Altar. This is the south end of a large temple. In front of you is what appears to be an altar. In one corner is a small hole in the floor which leads into darkness. You probably could not get back up it. This is doof. On the two ends of the altar are burning candles. On the altar is a large book open to page 569. Okay, read book. So, das ist der Hinweis, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn man hier die Anfangsbuchstaben liest, Odysseus. Also wir hätten auch Odysseus eingeben können, es musste nicht Ulysses sein. Ne? Das ist der Hinweis. Oh ye who go about saying unto each hello sailor, dost thou know the magnitude of thy sin before the gods? Yeah, verily, thou shalt be ground between two stones. Shall the angry gods cast thy body into the whirlpool? Fragezeichen. Mhm. Surely thy eye shall be put out with a sharp stick. Ah, aha, hier. Also tatsächlich handelt dieses Buch offensichtlich vom Zyklopen. Hello Sailor. Er hat sich ja naja, quasi Seemann, der Gute. Odysseus. Entschuldigung. Ah, even unto the ends of the earth shalt thou wander, and unto the land of the dead shalt thou be sent at last. Surely thou shalt repent of thy cunning. Ja, whatever, das ist der Hinweis, das ist jetzt so wichtig, nicht? Ich glaube, das Buch können wir hier lassen. Den Hinweis haben wir jetzt, also haben wir ihn eh nicht gebraucht. Commandment. Ach so, das Buch haben wir mitgenommen. Ach, gucke an. Commandment 12592. Okay. The altar is a large book. On the two ends of the altar are burning candles. Okay. So, was können wir hier alles? Das wollen wir vielleicht nicht. Kommen wir also nicht wieder zurück, wenn wir da runterklettern. Das ist blöd. Können wir? Ich meine, was wir mal machen können. Ich meine, wir sind hier an einem Altar. What? The fuck? Wir sind im Forest. Okay. Ja, stimmt. Steht ja auch auf der Karte. Schön, das ist also ein Teleportationsaltar. Na gut. Wenn wir schon mal hier sind. What? Oh, nee, wir sind woanders. Wir sind nicht in dem Forest, wo wir waren. Stormtoss Trees. Wir sind woanders. Wir sind woanders. Wir sind woanders. Wo ist meine Karte?
Okay, wenn wir hier nach Westen gehen, wo kommen wir da hin? Wenn wir jetzt nach Osten gehen. Ah, jetzt sind wir wieder da, wo wir uns auskennen. So. Was haben wir eigentlich noch? Haben wir noch was in dem Blackbook? Okay. Das Blöde ist, dass wir uns vom Forest nicht da wieder hin zurück teleportieren können. Das heißt, wir müssen jetzt buchstäblich den Weg nochmal gehen. Aber das müsste ja kein Problem sein. East, Southeast, East, Down, Down. Okay. Achso, können wir jetzt vielleicht. Quatsch. Können wir jetzt vielleicht den Coffin mitnehmen? Jetzt können wir ihn mitnehmen, okay. Dann machen wir jetzt die Lampe an. Gehen wieder nach oben, nach Süden. Beten wieder. Wo sind wir jetzt? Jetzt gehen wir nach Westen. Was? Okay. Wo zur Hölle sind wir denn hier rausgekommen? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir rausgekommen sind. West, West. Gut, ja, haben wir ja schon ein bisschen was eingesammelt. Da haben wir schon 5 Schätze. Und sogar den schweren Koffer. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ganz schnell zurück, bevor da noch irgendjemand da vorbeikommt und uns unser schönes Schwert wegklaut. Ne? Wir haben ja auch so einen Verdächtigen, wer das machen könnte. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz nach unten. Nach Norden, nach Osten, nach Osten. Nach Südosten, nach Osten, nach unten, nach unten, nach unten. War tatsächlich jemand hier und hat die Torch geklaut, wa? Sieht so aus. Freiheit. Naja, gut, haben wir halt unsere Lampe. Und bei Gelegenheit ja vielleicht einfach mal bei dem Kollegen Dieb vorbeischauen. Vielleicht finden wir da die Torch. Weil die sah ja schon nicht völlig wertlos aus. Okay, was passiert? Okay, Ding Dong. Burning Candles. Müssen wir die vielleicht? Wir könnten ja mal.
So, dann schauen wir mal, wenn wir hier nach unten gehen. Da kommen wir ja wahrscheinlich nicht zurück. Aber gespeichert haben wir, testen wir es mal an. This is a tiny cave with entrances west and north. And the dark forbidding staircase leading down. A gust of wind blows out your candles. Fuck it. Faint blue glow. Das ist nicht gut. Ist blöd, dass es hier windig ist. Müssen wir dann vielleicht einen anderen Weg nehmen? Schauen wir mal. What? Och Mensch. Jump to rope. Fuck you. Okay, also irgendwie kommen wir da mit den Kerzen, zumindest in angezündetem Zustand, nicht raus. Wir kommen über den Weg, über den wir reingekommen sind, nicht wieder zurück. Vielleicht sollten wir die Kerzen auch einfach erstmal da lassen. Naja, ich würde sagen, da überlegen wir uns, das überlegen wir uns beim nächsten Mal, was wir hier in diesem Tempel noch beschicken können. Und ansonsten würde ich sagen, wenn wir auch mal wieder bei dem Kollegen Dieb vorbeischauen, und mal sehen, ob der was, hat, was uns gehört. Ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Zock. Bis dahin. Tschüss.